Und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Super Mario 64. Ja, im letzten Part, ja, ging es mal wieder richtig lustig zur Sache. In der Wüstenwelt. Wer Lacher brauchte, sollte sich den Part anschauen. Wir gehen jetzt in die sechste Welt. Die grüne Giftgrotte. Klettere auf Nessies Rücken. Da waren wir ja mal kurz und haben mal vorbeigeschaut in dieser Welt. Und zwar, als wir Nessies Hilfe benutzt haben, um... Wie heißt's? Um den Metallmantel zu bekommen. Richtig, so, genau. Jetzt weiß ich's wieder. Und immerhin klappt das jetzt hier ohne Probleme. So, und dann sind wir hier rein und dann sind wir auch schon fast da wieder bei Nessie. Ja. Zu dieser Welt, ja, die ist schon sehr verwinkelt und ist eine sehr lustige Map. Aber, also eine sehr lustige Welt. Aber halt, ich finde, es gibt bessere als die. Aber naja. So, mit dem Fahrstuhl geht's abwärts. Und dann sind wir auch schon fast da. So, noch ein bisschen rutschen hier. So, und jetzt müssen wir nur noch Nessie finden, damit sie uns wieder mal schön zum Stern bringt. Weil so hoch kommen wir ja natürlich nicht hin. Da brauchen wir halt die Hilfe von diesem Seeungeheuer. Aber die Tätigkeit, die wir machen müssen, ist fast exakt dieselbe wie neulich da. Wieder auf den Kopf stampfen, auf den Kopf klettern. Und wieder die Kamera so switchen, dass wir da exakt hingucken können, nämlich dahin. Einfach mal eine Kehrtwende machen. So, und schon sind wir da. Sehr schön. Das war ein sehr einfacher Stern. Gut, aber das war ja nur der erste. Es fehlen ja noch 5 weitere. Und vor allen Dingen ja auch die Red Coins. Und die habe ich hier auch nicht so schön in Erinnerung. So, Stern Nummer 2. Finde die 8 roten Münzen. Na, da ist es ja schon. Ich habe es ja gerade angesprochen. Da kommt es auch schon. Gut, ich zeige euch mal die Map hier übrigens, die es hier gibt. Auf beiden Wegen lauern Gefahren. Links benötigst du den Weitsprung, um weiterzukommen. Rechts Arbeitsplattform Nebellabyrinth. Links schwarzes Loch Höhlensee. Ja, ich finde, das ist echt lustig gemacht hier. Die ist so eingeteilt. Komische Spinne, die aus dem Loch rauskommt. Autsch. Die kommen ständig raus. Ich glaube, die kommen unendlich. Boah. Zum Glück, dass ich da noch den Hechtsprung dahin gemacht habe. Was steht hier auf dem Schild, wenn ich mal fragen darf? Komm schon. Ach so, ja. Das hätte ich sowieso gemacht. Ui. Wie ein Feuerwehrmann. So, ah ja, wir müssen hier hochklettern und dann gibt es da so eine blöde Plattform. Ja, der Stern ist blöd. Mit diese Plattform hier. Dong, dong, dong. Oh, was war das denn? Ich bin doch auf den Schalter gestiegen. Ah. Wenigstens kommt es immer wieder dann, wenn man runterfällt, hier hin. So, da wäre die erste. Sind die alle so in diesen Blöcken versteckt? Nummer 2. Das wird jetzt gefährlich. Da müssen wir einmal gut springen. Und das war nicht gut gesprungen, Mario. Das war ganz und gar nicht gut gesprungen. Ja, ich glaube, hier wird mich auch neben Marios tollen Sprungkünsten auch noch die Kamera vor einige Probleme stellen.
Oh, das kennen wir ja sogar schon. Das hatten wir ja auch in der anderen Welt. Dem U-Boot von Bowser. Boah, das passt exakt, würde ich sagen. Ja. So, jetzt hier auf diese Insel. Mario, bitte, wenn es genehm ist. Dankeschön. Das ist ein Auge. Okay, ich weiß nicht, was das bringt. Aber ich meine, wir hätten alle hier, die es hier unten gibt. Wie viel haben wir jetzt? 4, ne? Ja, 4 haben wir. Ich glaube, dann hätten wir hier alles soweit. Aber das würde mich jetzt doch nochmal interessieren, was da bei diesem Auge sein soll. Nur, ich weiß nicht, wie ich das hier... Ja, keine Ahnung, wie ich mir das holen soll. Keine Ahnung. Ist ja aber auch egal. Das ist ja nicht unser Ziel. Wow, das war jetzt geil. Das ist immer gut gemacht, Mario. Bin gespannt, wie er sich da fühlt, dass er mal was in seinem Leben richtig gemacht hat. Naja, gut, er macht ja vieles richtig. Och nee, ne? Muss das sein? Oh, hat aber funktioniert. So, weil ich meine, wir müssen jetzt hier noch über diese Stange hoch. Und dann hier mit dieser Plattform. Ja, das sind nämlich noch ein paar. Ja, das sind die letzten, glaube ich. Puh, ja. Die roten Münzen, wie sie leiben und leben. Wäre eigentlich jetzt gut, ein Thema irgendwie zu haben, wo man da was erzählen könnte. Ja, aber was, da fällt einem wenig zu ein. Naja, kennt ihr eigentlich diese Aktion, die gerade ist, von den 3DS-Spielen? Dass man sich 3 von 8 aktuellen Titeln kaufen... Ja, kauft. Und dann halt die Stern kurz da einträgt, einen gibt auf der Seite. Und dass man sich dann ein 4. Spiel gratis downloaden kann. Ich finde, das ist eine richtig coole Aktion, die Nintendo da gerade hat. So, und damit haben wir die 8 Red Coins. Gut. Lief doch dann mehr oder weniger doch sehr einfach. Autsch. Ja, also wie gesagt, ich finde, das ist eine gute Aktion. Ja, und ich habe hier schon Luigi's Mansion 2. Das ist hier eins dieser Titel. Und vielleicht hole ich mir auch noch 2 von. Mal sehen, was mein Geldbeutel so sagt. So, aber wir gehen jetzt weiter in the next mission. Und wir haben da gleich schon die Hälfte aller Coins. aller Sterne. Laufe auf den Grund des Sees. Ah, wir dürfen wieder zu Nessie. Aber diesmal brauchen wir ihre Hilfe nicht. Ding-ding. Ich finde eigentlich auch das Untergrund-Theme, was man hier verwendet hat, ist cool. Ja, den Weg kennen wir jetzt auch schon fast auswendig, würde ich sagen. Wir beherrschen ja den Weitsprung. Ja, das passt alles. Ding, ding. Und wie wir da reinkommen, weiß ich auch noch nicht. Naja, wir werden es schon irgendwann herausfinden. Hui. Oh, das tat weh. Aber wir können ja, wir kennen ja die heilende Macht des Wassers. Moment mal, bin ich hier richtig? Nein, ich bin hier falsch. Zumindest, ich hätte hier noch nicht runterspringen sollen, weil hier ist ja dieser Metall, die Metallkappe hier oben. Da ist die Metallkappe nämlich. Ich war schon zu schnell. Warum er sich jetzt die Wand da angehauen hat, habe ich keine Ahnung, aber egal. Jetzt beeil dich nur bitte, Mario. Das hält nämlich nicht ewig. Ja, aber wir sind ja gleich da. Boah, das war knapp. Das war knapp. Oh Gott, ich habe das Tier, was hier ist, nicht so schön in Erinnerung. Oh.
Ja, habe ich echt nicht gut in Erinnerung. Oh Gott, ja, das war nicht schön. Da muss man gut springen. Und das habe ich schon versaut. Also aber nur, weil ich geguckt habe, dass sie mir den höchsten Anlauf nehmen. Ah, na Spitze. Nein, ich mache immer noch keine Safe States. Auch wenn das da eigentlich sich dazu neigen würde, aber naja. Oder sich gut eignen würde. Naja. Kann man nichts machen. Ich muss mich da halt konzentrieren. Alles muss von mir abverlangt werden. Aber was ich auch erstaunlich finde, ich habe diesmal nicht bei den Red Coins gefailt. Naja, gut, das war aber jetzt nicht so schwer da, weil man da zumindest nicht dieses Potenzial hatte, drauf zu gehen. Das gibt's hier schon eher. So, so geht's schneller. So, jetzt hier wieder entlang laufen. Ja, passt doch. So, wir kommen wieder zur schwierigsten Stelle. Oh, dass das noch geklappt hat. Ja, boah, das war knapp, aber es hat geklappt beim zweiten Versuch. Puh, das hat mal wieder reingehauen. Der war schon kompliziert, der Stern, im Gegensatz zu anderen. Laufe am Grund des Sees. Das läuft hier aber richtig wie geschnitten Brot, die ganzen Sterne hier. Abgesehen von ein, zwei Mal Problemchen. So, Stern Nummer 4. Durchsuche das Nebellabyrinth. Das ist auch eine coole Sache, finde ich. Ach, ihr blöden Spinnen, die interessiert mich nicht. Weil das noch nicht mal wirklich, finde ich, aussehen wie Spinnen, die Dinger. Und das war dumm. Das kommt, wenn man das einfach schnell machen will und dann darauf nicht Acht gibt, dass man da vielleicht eventuell immer vom Feuer getroffen wird. Na, Spitze. So begeht man auch Suizid. Warum ist hier eigentlich eine in so eine Metallkappe? Naja. So, dann warten wir eben. So. Geht doch auch gut. Das war zwar auch nicht so sicher, aber egal. So, hier geht's zum Nebellabyrinth. So, dann müssen wir hier reinrutschen. Und dann in dieser Grütze hier verweilen. So, und hier brauchen wir dann den Metallmantel. Ah ja, wir müssen ja auch noch einen Dreisprung ausführen. Oder man macht es mit einem Doppelsprung, mit einem Wandsprung. Und ich glaube, wir haben schon das Ziel gefunden. Ich glaube zwar, sonst gibt es hier nichts so Interessantes, was da war, aber naja. Ja, ich glaube, wir haben es schon. Aber ich glaube, hier der Fahrstuhl bringt es jetzt hoch. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gab, bestimmt ein One-Up irgendwo oder so, aber der Rest ja ungut, dieser blaue Münzenschalter, aber sonst war hier nichts mehr. Ich glaube, wir haben es schon geschafft. Ja, ob das der Stern ist, den wir sollen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben wir hier einen. Müssen wir nur noch schön hier an der Decke kraxeln und klettern. Gut, wenn wir jetzt loslassen würden, wäre das, ja, nicht so schön. Aber ich darf es wohl nicht sagen, weil sonst beschwöre ich das noch herauf und das wäre nicht so toll. Ja, das sieht aber gut aus, wenn ich ehrlich bin. Ach, so eine Fledermaus greift mich jetzt an. Nein, aber natürlich nicht. Und direkt den Stern. Und damit haben wir die Hälfte aller Sterne. Wahnsinn. Und das... Suche im Nebel den Notausgang. Okay, das war jetzt nicht die richtige. Okay, dann dürfen wir halt nochmal in das Nebellabyrinth. Aber ist ja nicht der Rede. Ist ja nicht schlimm. Durchsuche das Nebellabyrinth. Ein weiteres Mal. Einer sogar die im Sprung getroffen. Hm.
Boing. Ja, das ist das Beste, einfach zu warten. Die sichere Variante. So, auf ein weiteres Mal in das Nebellabyrinth. Hier haben wir auch nochmal eine Karte, um sich da zurechtzufinden. Okay, okay. Also ich gehe mal ein bisschen weiter, als wo ich gerade eben war. Das war ja der Notausgang. Autsch. Dann können wir das auch mal ein bisschen besser erkunden. Ja, 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 ja. Ah, diese blöden Löcher hier, die wollen mich nur aufhalten. Neue Metallkappe. Und wo geht's jetzt hier weiter, wenn ich fragen darf? Hier. Ja, das sieht auch interessant aus. Ich glaube, wir haben hier den anderen Stern gefunden. Oh yeah, her, her, her. Dann machen wir noch ein bisschen Breakdancen. Ja, wir haben den richtigen Stern gefunden, glaube ich. Oh yeah. 61 haben wir jetzt damit. Und haben wir jetzt alle aus dieser Welt oder fehlt da noch einer? Weil den würde ich ja noch holen. Ansonsten gehen wir dann im nächsten Part in die nächste Welt. Und zwar ins nächste Stockwerk. Ne, einer fehlt noch. Gut, den machen wir dann noch. Und es wäre... Ich weiß jetzt gar nicht so genau, welcher da noch fehlt. Achte auf rollende Felsen. Ah. Ja, der wird aber auch nicht länger als eine Minute beanspruchen. Dürfen wir einfach wieder hier hochspringen. So, dann weiß ich schon, welcher das ist. In dem Remake gibt es so einen ähnlichen, aber... Ja, ja. Das zum Thema, es wird nur eine Minute beanspruchen. Ich glaube, ich sollte meine Zunge wohl zurückhalten. Ja, das dauert nur eine Minute, ne? Ja, das dauert nur eine Minute. Ach, ich sollte wohl lieber still sein. So, also in dem Remake gibt es so einen ähnlichen Stern, aber da hat man sogar die Möglichkeit, diese Felsen zu zerstören. Aber hier geht das leider nicht. Aber dafür gibt es den Stern auf eine ganz einfache Weise. Dankeschön. Diesmal hat es funktioniert. So, und zwar müssen wir einfach hier einen Wandsprung ausführen. Oder etwa nicht? Müssen wir den jetzt doch kaputt machen? Oder habe ich mich jetzt hier irgendwas... Habe ich hier jetzt irgendwas falsch in Erinnerung? Eigentlich dachte ich, man muss hier einen Wandsprung ausführen. Kann ich doch nicht kaputt machen. Autsch. Nee, die kann ich doch nicht kaputt machen. Ja, das finde ich jetzt merkwürdig. Wenn ich ehrlich bin. Ja, da komme ich nicht hin zu dem Herz. Ja, ich würde mal sagen, ich cut mal kurz und schaue mir an, wo es den Stern gibt. Okay, eigentlich soll da rechts in dieser Lücke einer sein, aber... habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, ich sehe doch da oben was. Dann liegt das nur daran, dass... Ja, wollte ich doch sagen. Ja, gut, besser einmal nachgeguckt, als ständig rumgehört. Aber nur weil Mario nicht seinen Wandsprung hinkriegt, meint er, nö, den holen wir nicht. Naja, gut. Damit hätten wir auch diesen Stern und hätten 62, damit jetzt schon mehr als die Hälfte. Gut, das sieht dann schon sehr, sehr gut aus. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich mal wieder, dass ihr zugeschaut habt. Wir hätten damit alle Sterne im Untergrund eingesammelt. Abgesehen natürlich von den 100 Münzensternen, aber die werde ich natürlich später machen. Wahrscheinlich vor dem Bowser-Fight. Und wenn ich da vielleicht einen Gast habe oder so, weil das wird vielleicht dann ein bisschen langweilig. Und deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Ball hat euch gefallen. Wenn ein Gast ist, werden wir die 100 Yellow Coins sammeln. Wenn keiner ist, gehen wir in die nächsten Welten.
gut, ich bedanke mich ja wieder, wie gesagt, fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Welt wieder, in den nächsten Welten, die hier oben sind. Also, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Euer Linkboy 925.